Heute geht es mal wieder weiter. Und zwar habe ich ja mich entschlossen, diese zwei Kisten so zu lassen, wie sie sind. Die werde ich weiter rüberschieben, das geht wunderbar. Ich kann beide rüberschieben und dann habe ich hier diesen Fußraum, das ist vollkommen richtig. Und jetzt möchte ich hier eine Platte anbringen. Und zwar, ich glaube, man kann das schon so ein bisschen erahnen. Und zwar, hier möchte ich eine Holzplatte machen, worauf diese Platte einfach aufliegt. Und das wäre richtig gut, wenn das klappt. Ich bin mal hier, habe natürlich wieder so eine Schablone dabei aus Pappe. Und dann werde ich das hier hinten einarbeiten in diese Klappe hier. Und dann soll das einfach hier aufliegen und dann bis hierher gehen. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt da sein. Das ist einfach mal so reingesetzt. Das ist in etwa dem Volumen, den ich so brauche. Die Kisten haben alle noch keine Bestimmung. Natürlich kann man sehen, das ist eine riesen Kühlbox. Ich habe auch noch eine kleinere, aber es reicht von den Plätzen halt eigentlich sehr gut. Und dazwischen ist noch mal so ein Raum, wo ich so kleinere Kisten habe, je nachdem, was ich halt benötige. So, jetzt machen wir mal hier die Pause und dann sehen wir weiter. Es gibt Momente, das ist immer toll, finde ich. Dieses Ding passt genau rein. Das ist eine Pappe. Und genau das, was ich brauche in der Länge, hat sich halt gerade so ergeben. Weiß nicht, da war irgend so ein Küchenteil drin, was ich bestellt hatte. Und somit kann ich das schon mal sehr gut benutzen als Schablone. Herrlich, fantastisch. Jetzt bin ich dabei, diese eine Kiste, also das ist schon mal klar, die ich da hinten habe, die werde ich so einbauen, dass sie halt da auch richtig reinpasst in die Ecke. Das heißt, ich muss da natürlich einen Teil rausnehmen hier aus diesem Bereich, damit das hier gut reinpasst. Na, da ist ja dieses Teil. Und dann kann die Kiste bis hierher. Das ist schon mal sehr viel besser. Ja, das geht wunderbar mit der Stichsäge jetzt auch hier an dem Platz. Und so nähert man sich Stück für Stück, um das richtig zu encaschieren, reinzukriegen. Jo, das könnte ganz gut klappen. Ja, die Kiste passt auch hier noch rein, die Plastikkiste bis zu diesem Schlitz. Das passt sehr gut hier unten. Wunderbar. Ja, ist auch ein schöner Platz hier. Habe hier so ein bisschen die Möglichkeit halt, die große Kiste dient mir als Plattform oder als Werkbank und die kleineren Kisten halt, um das Werkzeug einfach abzuladen. Und so nimmt das Ganze dann doch Gestalt an in einer recht schönen Natur. Jetzt kommt noch dieses Teil hier. Da muss ich ein Teil aussparen, damit ich die Kiste einfach hier drüber kriege über diesen kleinen Wulst. Das ist nämlich hier. Und dann kann ich hier mit drüber gehen, das ist okay. Da drüben muss ich halt sehen, ob ich da auch noch was machen muss. Es kann sein. Aber da fehlt mir jetzt gerade das Werkzeug. Ich habe natürlich nur die Stichsäge dabei und alles andere zu Hause gelassen, wie üblich. Aber ich muss das jetzt hier raus arbeiten. Das kann ich mit der Stichsäge nicht machen. Die Tiefe, das stimmt schon mal. Ja, super. Und hier, das ist auch mit der Kiste genau richtig geworden, so wie ich mir das dachte. Und die geht dann auch bis da vorne. Und hier kann man immer noch irgendwas reinpacken. Das ist zum Beispiel der Stuhl oder so, ganz diesen kleinen Klappstuhl, den ich noch habe. Ja, super. Ich würde sagen, das war's für heute. Gut geworden.